Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist noch ziemlich früh in der Früh. Ich bin heute wieder früh aufgestanden, weil ich muss heute um 9 arbeiten und ich habe schon wieder so eine kleine Panik bekommen, weil ich extrem viel zu tun habe und extrem wenig Zeit habe, weil ich eben heute arbeiten muss und am Montag arbeiten muss. Heute ist übrigens Freitag. Und am Dienstag habe ich meine Klausur und muss auch noch meine Forschungsfrage abgeben und muss noch andere Sachen abgeben. Und dann war ich so, das ist mir erst gestern am Abend irgendwie eingefallen, dann war ich so, okay, ich muss heute früh aufstehen. Ich bin gerade dabei, mein Englisch-Referat zu üben. Das geht 2 Minuten. Wir müssen das stoppen. Und meines geht jetzt 1 Minute 56. Das heißt, ich mache noch ein paar kleine Pausen. Ich meine 4 Sekunden. Es ist jetzt übrigens 7.12 Uhr. Ich bin schon seit einer Stunde wach. Auf jeden Fall habe ich mir hier meine ganzen Sachen rausgeschrieben, was ich alles sage. Es ist ein Zoom-Call oder ein Adobe Connect-Call, besser gesagt. Und das übe ich jetzt nochmal und schaue, ob ich jetzt nochmal so eine gute Zeit hinbekomme. Okay, das nenne ich jetzt mal ziemlich genau 2 Minuten. Ich habe jetzt einfach ein paar Pausen gemacht, das ist so Sprechpausen. Bin jetzt eigentlich ganz happy damit. Ich werde das jetzt noch ein paar Mal üben. So, es ist jetzt Zeit. Ich muss jetzt arbeiten fahren. Ich habe jetzt noch nicht wirklich viel gemacht, ehrlich gesagt. Ich habe ein paar Mal noch mein Referat wiederholt und dann ein paar YouTube-Videos geschaut. Ich dachte mir, ich könnte mir jetzt einfach ein paar Minuten der Entspannung. Das Wetter ist draußen wirklich extrem regnerisch. Also es schüttet wirklich. Ich muss jetzt mit dem Auto fahren. Ich fahre über die Autobahn. Also ich hoffe, dass ich irgendwie, ich habe da irgendwie immer ein bisschen Angst, wenn es voll regnet und ich über die Autobahn fahren muss. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall nach der Arbeit wieder. Ich muss heute bis 3 arbeiten und dann habe ich eh noch ein bisschen was von meinem Nachmittag. Ich bin back home und oh, ich bin komplett fertig einfach. Ich habe jetzt was gegessen. Ich habe nicht mal Zeit gehabt, die Kamera rauszuholen, weil ich habe einfach von 8 bis 3 oder bis 3:30 sogar nichts gegessen. Aber was heute war, ich war ja gerade arbeiten und mich hat dann eine mega liebe Zuschauerin angesprochen oder halt erkannt oder keine Ahnung. Das war das allererste Mal, dass mich jemand angesprochen hat, der mich davor noch nicht gekannt hat. Und ich habe mich so gefreut irgendwie, das war richtig so, what? Also falls du das siehst, ich habe mich mega gefreut. Es ist echt mega ungewohnt, weil ich immer noch nicht so glaube, dass wirklich Leute meine Videos sehen. Aber ja, ich bin mega rot im Gesicht. Ich gebe mir jetzt 20 bis 30 Minuten, mache mir jetzt einen Kaffee, einfach um ein bisschen runterzukommen. Und dann mache ich weiter mit meinem Uni-Zeug. Ich möchte echt fertig werden. Am Sonntag möchte ich das Video drehen für die Uni. Also wir müssen ja so eine Präsentation drehen. Das möchte ich am Sonntag schon drehen und hochladen, weil Montag muss ich arbeiten. Und da habe ich habe gar keine Zeit dann mehr. Und am Dienstag muss das schon oben sein und am Dienstag habe ich eben meine Prüfung. Ja. Das heißt, jetzt geht es dann daran, es ist jetzt 3:50 Uhr, ich schaue einfach, dass ich dann hoffentlich schnell fertig bin mit dem ganzen Zeug. Aber ich brauche jetzt einfach eine kurze Zeit, ich mache mir jetzt eben einen Kaffee, lege mich auf die Couch und schaue ein paar YouTube-Videos. Einige Zeit vergangen, ich war unglaublich müde heute, ich habe jetzt ein Video geschnitten, der Jakob ist hier. Ich habe aber, meine kurze Pause ist eher zu einer langen Pause geworden. Und ich habe jetzt meine ganzen Sachen auf morgen verschoben. Der Jakob muss morgen früh aufstehen. Das heißt, ich werde morgen auch früh aufstehen mit ihm. Das heißt, ich habe genug Zeit. Wir kochen uns jetzt gerade was zum Abendessen. Wir essen nur ein paar Brote. Wir haben beide nicht mehr so viel Hunger. Es ist jetzt inzwischen 8 Uhr. Und wir werden heute auch nicht mehr viel machen, außer Film schauen und dann schlafen. Das ist jetzt das, was wir so zusammengeschnitten haben. Tzatziki, Gouda, Mozzarella. Gurkenscheiben und Brote machen wir jetzt auch. Es ist bereits der nächste Tag wieder und heute steht so einiges an. Ich muss unter anderem Lebensmittel einkaufen gehen, ich muss mein Zimmer komplett aufräumen, ich muss die Küche aufräumen und ich muss mein Referat üben für Englisch und ich muss meine Forschungsaufgabe üben und mir ein Skript schreiben, damit ich das morgen zusammen filmen kann. Da bin ich ja schon mal extrem gespannt, wie das laufen wird. Aber ich bin optimistisch, das geht alles gut und ja, ich setze mich jetzt sofort an meine Forschungsaufgabe. Ich habe jetzt auch schon ein Video fertig geschnitten, das lade ich am Abend hoch, damit es morgen online gehen kann.
Und ja, ich starte jetzt einfach schon mal mit der Forschungsaufgabe, weil die will ich jetzt auf jeden Fall fertig bekommen. Okay, Leute, ich bin jetzt gerade richtig in Fahrt. Ich habe jetzt meine Präsentation aufgenommen und ich habe jetzt so richtig Ideen bekommen, wie ich das Ganze gestalte. Und zwar werde ich das, ich werde das in Form von einem Video machen. Ich werde mich selbst filmen, das müssen wir ja auch. Und dann werde ich so richtig cool alles einfügen. Ich hatte nämlich die ganze Zeit irgendwie Bedenken, wie ich das machen soll und habe die ganze Zeit gedacht, ob das ja gut ist und so, aber jetzt bin ich gerade richtig so euphorisch und weiß jetzt ganz genau, wie ich das machen werde. Ich werde das auch so mit coolen Effekten machen und ich werde das morgen aufnehmen und morgen auch schon sofort schneiden. Dann habe ich das mal aus der Welt geschafft. Ich freue mich so sehr. Das einzige Problem ist, dass das ja eine Gruppenaufgabe ist und ich mich ja ein bisschen auch auf meine Gruppenmitglieder da anpassen muss. Und ich habe euch ja schon mal gezeigt, dass die nicht so die kommunikativsten sind. Das ist ein bisschen blöd, will ich mal sagen. Ich hoffe einfach, dass die mir heute noch antworten. Wir haben eben gestern so Folien bekommen oder vorgestern. Die habe ich mir angesehen von unserer Proseminarleiterin und die hat uns eben da erklärt, wie man so die Präsentation gestalten soll und dass man eben richtig kreativ sein soll und halt nicht so eine langweilige PowerPoint machen soll und nicht so super gut, dass ich jetzt eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet habe. Und ich finde das eigentlich ganz cool und ich glaube, ich kann auch so richtig die Euphorie so etwas rüberbringen, weil ich liebe Disney einfach. Also ich mag Disney-Filme so gerne, auch schon als Kind. Also ich mag auch die Musik von Disney so gern. Ich kann, glaube ich, so gut wie fast jedes Disney-Lied. Und ja, sie meinte auch, man soll zeigen, dass man euphorisch ist, auch wenn man nicht euphorisch ist. Und jetzt ein Gruppentelefonat mit meiner Gruppe und wir haben jetzt besprochen, wie wir das machen. Also ich mache jetzt den Anfang. Ich filme mich dann, glaube ich, so eine Minute. Also da filme ich dann auch mein Gesicht und so. Das werde ich, glaube ich, echt heute schon machen, damit ich das mal erledigt habe. Das mache ich wirklich heute. Das sage ich jetzt in die Kamera, damit ich das mache. Und danach rede ich einfach nur noch in die Kamera rein, aber ich zeige mein Gesicht nicht. Also ich stelle die Kamera irgendwo hin und rede dann, also lese dann einfach nur mein Skript ab und blende dann die ganze Zeit so Bilder ein und Filmausschnitte und keine Ahnung was. Ich glaube, dass das richtig cool ist. Das ist zwar extrem umständlich und ich glaube auch sehr viel Arbeit, aber das, glaube ich, ist echt ganz cool und deswegen mache ich das. Und jetzt schaue ich noch, wie ich das Ganze so verpacke und wie ich das Ganze so berede. Stoß anfangs auf Ablehnung und er konnte keine Investoren finden. Jahre später schon begann er seine Karriere mit Mickey Mouse. Ich habe jetzt schon den Anfang gefilmt und jetzt diesen Teil, den ihr gerade gesehen habt, da habe ich das Voice-Over aufgenommen. Und irgendwie hat das einfach nicht, der Ton ist einfach nicht gegangen. Schaut, ich zeige euch das mal. Ich habe die ganze Zeit gesprochen, aber mir fällt gerade auf, ich habe hier auch gerade gefilmt. Vielleicht kann ich das hier übernehmen. Oder ist das vielleicht zu weit weg gewesen? So, ich bin jetzt soweit fertig mit dem Voice-Over. Ich habe jetzt mit der Kamera aufgenommen und einfach nur den Ton hergenommen. Jetzt gehe ich auf jeden Fall einkaufen, weil ich habe keine Lebensmittel mehr daheim. Und das gehe ich jetzt machen. Ich bin so froh, in Österreich braucht man keine Masken mehr. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland jetzt mittlerweile aussieht, aber man braucht jetzt keine Masken mehr, was einfach alles erträglicher macht, auf jeden Fall. Also jetzt bin ich so froh, dass die Forschungsaufgabe mal erledigt ist. Wir haben morgen noch ein Gruppengespräch mit meiner Forschungsgruppe. Aber dann habe ich das Thema auch mal erledigt. Ja, ich gehe jetzt auf jeden Fall einkaufen. Ich bin jetzt wieder hier. Ich war jetzt einkaufen. Ich habe hier meinen Einkauf. Und die Kassiererin war einfach so lieb. Ich habe noch nie irgendein Kompliment, glaube ich, von einer fremden Person bekommen. Und sie meinte, dass mein T-Shirt voll cute ist und woher das ist. Und sie hat es mega lieb gesagt. Gestern bei der Arbeit habe ich auch ein Mädchen gesehen, was extrem schöne Haare hatte. Und ich meinte, ich habe mir die ganze Zeit überlegt, ob ich ihr das sagen soll, dass ich ihre Haare mega schön finde oder ob das irgendwie creepy rüberkommt, wenn ich zu ihr gehe und sage, hey! Aber irgendwie, ich finde das einfach mega süß und ich glaube, wir müssen das einfach alle öfter machen. Jemand anderen ein Kompliment geben, wenn wir das wirklich so finden. Ich glaube, das werde ich auch das nächste Mal machen. Es kostet nur irgendwie extrem viel Überwindung. Aber ich finde das einfach extrem cool, wenn man so jemand anderen ein Kompliment machen kann und der sich dann drüber richtig freut. Ich zeige euch jetzt nicht wirklich meinen Einkauf. Ich habe das gleiche gekauft wie immer eigentlich, ziemlich gesund. Und ich habe hier mal so was Neues gekauft, und zwar eine Acai Bowl. Das werde ich morgen mit euch mal in der Früh machen.
oder übermorgen, I don't know, kann man so eine Acai-Bowl machen und da muss man einfach nur Wasser hinzufügen. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, ob das wirklich so klappt. Ich werde jetzt das Ganze einräumen. Ich bin jetzt wieder im Auto. Der Jakob hat mich jetzt abgeholt, weil wir fahren jetzt Fitness. Ich habe zwar nicht wirklich die große Motivation, aber es ist auf jeden Fall mal gut rauszukommen. Und der Tag war heute ein bisschen durcheinander, finde ich, vor allem auch mit den Filmen. Aber ich glaube, ich kann euch jetzt auch nicht so gut mitnehmen beim Fitness, weil jetzt ist gerade so Primetime. Es ist jetzt ungefähr 5:45. Auf jeden Fall habe ich die Präsentation noch geschafft. Also das habe ich jetzt so gut wie erledigt. Das Voice-Over ist alles fertig, nur noch Bilder muss ich einblenden, aber das dauert nicht so lang. Das werde ich auf jeden Fall morgen fertig machen und der Jakob schläft heute bei mir. Deswegen machen wir uns dann noch einen schönen Abend und gehen jetzt auf jeden Fall zuerst die Fitness. Das ist jetzt unser Abendessen. Wir essen Tortillas. Und yes, das ist eins unserer Lieblingsessen und das geht auch richtig, richtig schnell. Leute, es ist der nächste Tag. Ich sitze schon seit Stunden hier auf dieser Couch. Ich melde mich erst jetzt, weil ich das einfach hinter mir jetzt machen wollte. Ich bin auch nicht geschminkt. Es ist jetzt 10 Uhr. Ich bin um 6 aufgestanden. Es ist Sonntag. Aber ich muss so viel erledigen und ich mache gerade meine Präsentation für BWL. Walt Disney hat 1922 begonnen, einen eigenen Filmcartoon in der Garage seines Bruders zu zeichnen. Ich sitze immer noch da. Ich arbeite gerade an meiner Präsentation. Die ist jetzt aber wirklich bald fertig. Ich bin jetzt auch richtig zufrieden mit der. Ich habe jetzt ein paar Special-Effekte eingebaut. Ich schaue immer noch extrem fertig aus. Aber das wird auch heute auch nichts mehr. Also ich mache mich auch heute nicht mehr fertig. Ich werde heute nur den ganzen Tag hier bleiben. Und ich dachte mir, ich schminke mich nicht. Ich richte mich auch nicht her. Ich bin auch die ganze Zeit hier auf der Couch und erledige mein Zeug. Ich mache auch gerade meinen Performance-Log. Das ist der vorletzte. Da schreibe ich eben gerade hin, da habe ich eigentlich alles ausgefüllt. Ich lasse das jetzt noch kontrollieren von Grammarly und dann bin ich eigentlich da fertig, dann schicke ich das mal ab. Und dann übe ich noch meine Präsentation in Englisch, weil die muss ich auch noch machen. Ich habe jetzt ein Telefonat mit meiner Gruppe, also mit BWL, und da haben wir jetzt noch unser Telefonat, damit wir das abgeben. Ich bin jetzt completely fertig. Ach, das ist, fühlt sich einfach so gut an. Ich habe jetzt wie jede Woche die Woche geplant und hier habe ich meine ganzen To-Dos hingeschrieben. Ich habe diese Woche eigentlich jetzt gar nicht mehr so viel. Also ich habe jetzt noch 3 Wochen und ich habe jetzt alle Sachen hier hingeschrieben. Ich muss morgen arbeiten und ich habe eben da meine mündliche Prüfung und da habe ich meine Rechtsprüfung. Dann muss ich noch ein paar Kleinigkeiten abgeben, wie Forenbeitrag. Dann muss ich eine letzte Semesteraufgabe für Englisch abgeben. Und dann muss ich noch was für BWL Pro Seminar abgeben und meinen Performance-Log. Aber sieht gar nicht mehr so viel aus. Aber ich habe es auf jeden Fall geplant, damit ich mir das gut einteilen kann. Und genau. Ich habe mich übrigens auch heute gar nicht mehr wirklich viel gemeldet, weil ich auch etwas Struggle hatte mit der Gruppenaufgabe. Das war wirklich jetzt noch viel Aufwand. Und ja, wir sind jetzt aber fertig geworden. Wir haben jetzt alle Sachen zusammengefügt und ich werde das auch heute online stellen. Wir haben jetzt wirklich alles fertig. Ich bin echt so froh, dass das abgehakt ist. Hätte ich mir echt nicht gedacht, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden, wie das jetzt daraus, was daraus geworden ist. Ich glaube, der Vlog ist jetzt auch ultra kurz, aber ich glaube, das ist auch mal nicht schlecht, weil ich bin gerade beim anderen Vlog, beim Schneiden und da habe ich wieder ein Videomaterial von mehreren Stunden. Genau, also der Jakob ist heute auch hier. Hier sitzt er. Ich mache uns jetzt noch was Kleines zum Essen. Und dann werden wir rausgehen, weil jetzt genau hat die Sonne aufgetan und deswegen hocken wir uns jetzt noch mal kurz raus. Das habe ich uns jetzt gemacht. Das ist so ein Bärenmix mit Hafermilch und das essen wir jetzt hier in der Sonne. Hallo, ich befinde mich gerade im Auto, wie man erkennen kann. Und ich dachte mir, das wäre eigentlich voll cool, wenn ich das öfter mal mache, einfach so im Auto zu sitzen und mit euch so ein bisschen zu quatschen. Ich bin gerade dabei gewesen, diesen Vlog hier zu schneiden, den ihr gerade gesehen habt. Und ich wusste, dass der Vlog nicht extrem lang sein wird und auch vielleicht etwas
nicht so ganz durchgeplant, weil ich einfach extrem viel Stress hatte und ein bisschen Struggle mit der Gruppenaufgabe, was man auch gemerkt hat, aber ist sich alles super ausgegangen und habe ich alles geschafft. Aber ich dachte mir, ich rede ein bisschen mit euch und ich habe euch auf Instagram gefragt, ob ihr mir ein paar Fragen stellen könnt und zwar so ein paar deepere Fragen, dass es einfach ein bisschen interessanter wird für euch. Und irgendwie, ich liebe es, über solche Themen zu sprechen und ihr habt extrem coole Fragen gestellt und deswegen beantworte ich einfach ein paar Fragen mit euch zusammen und quatsche so ein bisschen mit euch. Irgendwie mag ich solche Videos extrem gerne und falls ihr das öfter haben wollt, dass ich einfach irgendwo im Auto sitze und mit euch so ein bisschen quatsche, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Es können mich gerade so viele Leute beobachten, aber ich habe gedacht, das ist mir jetzt einfach egal. Ich habe mir was zum Trinken geholt und beantworte jetzt einfach ein paar Fragen mit euch. So, die erste Frage ist, hattest du schon einmal ein Tief, bei dem du keine Motivation mehr hattest? Und diejenigen, die mich vielleicht etwas länger verfolgen oder auch auf Instagram verfolgen, die haben vielleicht mitbekommen, dass ich letztes Jahr noch Chemie studiert habe und da extrem gestruggelt habe. Ich hatte überhaupt gar keine Motivation zu lernen. Ich konnte mich nicht aufraffen. Ich bin auch fast nie Vorlesungen gegangen oder ich war einfach so überhaupt nicht ich selbst, weil ich bin eigentlich eine mega motivierte Person, auch in der Schule oder wenn es um Sport geht. Ich war immer schon motiviert und letztes Jahr bin ich so in ein richtiges Loch reingefallen und konnte mich nicht aufraffen. Ich habe mich überhaupt nicht wiedererkannt und ich wusste nicht, was los ist. Ich war auch irgendwie extrem unglücklich in der Zeit. Und irgendwann mal ist mir dann aufgefallen, dass es an meinem Studium liegt, weil ich konnte mich einfach nicht in dem Bereich sehen. Ich konnte mir keine Zukunft vorstellen. Ich hatte keinen Sinn in diesem Studium. Und ich bin ein Mensch, ich brauche immer so ein Bild vor Augen, für was ich etwas mache. Also egal, ob ich jetzt Sport mache, weiß ich, dass ich das für mich mache, weil ich einfach gesund sein möchte, weil ich in 60 Jahren immer noch gesund sein möchte und einen guten Körper haben möchte und einfach für mich selbst sorgen möchte. Und in dem Studium wusste ich einfach nicht, für was ich das mache. Ich studierte einfach irgendwas, damit ich irgendwas studiere. Klingt jetzt blöd, aber natürlich war ich extrem interessiert an Naturwissenschaften, aber auf jeden Fall hatte ich da eben so mein Tief, konnte keine Motivation finden und habe jetzt auf jeden Fall die richtige Entscheidung für mich getroffen, indem ich mein Studium gewechselt habe. Ich glaube, vielleicht steckt der ein oder andere auch in so einer Situation, in dem er nicht gerade weiß, ob das Studium das Richtige ist für einen. Aber ich finde, man soll einfach auf sein Herz hören. Egal, was andere Leute sagen, wenn du findest, das Studium ist nicht das Richtige, dann ist es überhaupt nicht schlimm, es zu wechseln. Es bringt einen auf jeden Fall weiter und ja, es ist auf jeden Fall nicht normal, wenn man die ganze Zeit unmotiviert ist. Sicher, es gibt motivierte Menschen und unmotivierte Menschen. Aber wenn man etwas wirklich erreichen möchte, dann bin ich mir sicher, dass man sich einfach motivieren kann. Die nächste Frage, und die kommt wirklich extrem oft, die möchte ich jetzt einfach beantworten. Ich arbeite beim Zara. Es fragen mich, glaube ich, jedes Mal so viele Leute. Ich möchte das irgendwie nicht immer schreiben, weil es ist halt doch noch ein bisschen so privat. Aber eigentlich ist es vollkommen okay. Ich arbeite 12 Stunden beim Zara und mache das eben nebenbei zum Studium, damit ich mir was dazu verdiene, damit ich auch reisen kann und mir einfach für meine neue Wohnung oder für meine generell meine erste Wohnung was zusammensparen kann, damit das mal geklärt ist. Ich arbeite beim Zara. Genau. Die nächste Frage ist, hast du Angst, trotz deiner Mühen Arbeit nicht genug zu machen? Leistungsdruck. Oh ja. Also ich bin jemand, ich mache mir selbst extrem großen Druck. Ich muss mich dann selbst auch sehr, sehr oft auf den Boden zurückführen und mir so richtig klar machen, was wirklich wichtig ist im Leben. Ob ich mir jetzt extrem viel Druck machen möchte oder ob ich einfach mal das Leben genießen möchte. Und ich gebe ja eh immer mein Bestes, aber ich glaube, das kennt irgendwie jeder. Aber ich mache mir halt trotzdem immer so ein bisschen Druck selbst. Es habt ihr auch gemerkt in meiner Prüfungsphase, ich bin immer extrem so gestresst und so. Das ist auch was, an dem ich arbeiten möchte. Arbeite daran, indem ich ganz, ganz viele Bücher lese, eben Kaffee am Rande der Welt. Das bringt mich immer so ein bisschen auf den Boden zurück und öffnet mir so die Augen, dass das eigentlich extrem unnötig ist, wenn man das Ganze mal von einer Entfernung aus betrachtet. Dann ist es einfach so egal, was man für Noten schreibt oder wenn man mal eine schlechtere Note schreibt. Wenn man mal durchfällt, dann ist es halt einfach so. Und mit dem muss ich halt echt mal klarkommen und ich darf mir einfach nicht mehr so einen Druck machen, weil das macht mir mein Leben einfach nur viel, viel schwerer, als es ist. Das möchte ich auch auf jeden Fall in den Griff bekommen. Wie kann man lernen, dass es egal ist, was andere von einem denken? Also damit habe ich auch extrem gestruggelt und das war auch so der Grund, wieso ich fast nicht mit Social Media angefangen habe oder auch wieso ich eigentlich so lang gebraucht habe, um mit YouTube anzufangen, weil ich einfach extrem Angst hatte, was andere Leute von mir denken. Und ich struggle auch immer noch ein bisschen, manchmal so, wenn ich Stories hochlade oder wenn ich ein Video hochlade, denke ich mir die ganze Zeit, ich hoffe, dass es Leuten gefällt oder ich hoffe, keine Ahnung. Ich denke mir halt dann, ich mache mir halt extrem viel Kopf, was andere Leute davon denken. Und dann denke ich mir aber wieder, es ist
wirklich, es ist dein Leben. Lass dich von niemandem stoppen oder mach dir nicht zu viel Kopf, wenn es dir gefällt. Oder ich rede jetzt zu euch, wenn ihr einen Traum habt oder so und ihr habt Leute, die nicht an euch glauben, dann ist das einfach komplett egal. Solange ihr an euch glaubt und solange ihr euch wohlfühlt in dem, was ihr macht, dann macht auf jeden Fall weiter. Und lasst euch von niemandem stoppen. Ich finde, das ist irgendwie so komisch, dass jeder so Angst hat, was andere Leute von einem denken. Also es ist irgendwie so absurd, wenn man das mal so nachdenkt, dass es eigentlich so egal ist, was andere Leute denken. Und wenn jemand schlecht von dir denkt, dann ist es von dem die Sache. Okay, es ist heute so extrem heiß und die Kamera ist jetzt auch schon so warm geworden. Ich beantworte jetzt so noch eine Frage. Und zwar, wie gehst du mit Social Media um? Instagram, bin viel zu viel am Handy, auch während dem Lernen. Ja, das kenne ich auf jeden Fall und da kann ich einen Tipp geben und zwar, setz dir so Zeiten beim Lernen, zum Beispiel sag, ich lerne jetzt eine Stunde lang, dann machst du einen Timer am Handy an und machst diese eine Stunde auf Flugmodus und legst dein Handy ganz, ganz weit weg. Weil ich finde, eine Stunde kann man mal locker ohne Handy und ohne Instagram auskommen und dann lernst du die eine Stunde und dann gibst du dir einfach 15 Minuten Pause. In der 15-minütigen Pause schaust du dann einfach auf dein Handy nach und schaust auf Instagram oder da, wo du einfach schauen willst und dann setzt du dir wieder eine Time. Also wieder eine halbe Stunde oder einfach so eine gewisse Zeit. Du kannst ja mal mit einer halben Stunde anfangen und dann dich immer weiter und dann immer größere Zeiten machen, sodass du dich ein bisschen daran gewöhnst, dein Handy einfach wegzulegen. Es ist halt so eine Gewohnheit, das Handy zu nehmen und auf Instagram zu scrollen. Aber wenn du dir das angewöhnst, dann bist du einfach viel schneller mit dem Lernen fertig und lenkst dich nicht die ganze Zeit von Instagram ab und so. Das hat mir auf jeden Fall geholfen. Auf jeden Fall, ich sterbe hier gerade in dem Auto, es ist so, so warm. Aber ich habe das eigentlich ganz cool gefunden und ich hoffe, dass es euch auch gefallen hat. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Ich wünsche euch noch einen mega schönen Sonntag und hoffe, dass ihr eine schöne Woche habt. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bye!